Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. So, in der heutigen Folge werden wir, glaube ich, mal das Gebiet 3.1 uns näher anschauen. Da waren wir noch gar nicht drin, weil wir nämlich aktuell in 2.2 nicht weiterkommen. Also ich schaffe den Boss dort nicht. Haben wir in der letzten Folge ganz kurz gesehen. Ich glaube, dass der noch ein bisschen zu schwierig ist. Und ja, wir uns den erstmal ein bisschen aufheben. Und wir in der Zwischenzeit schauen, ob wir nicht irgendwie noch ein bisschen leveln können. Und ja, dass wir einfach ein bisschen höher kommen vom Level, dass wir ein bisschen stärker sind. Vielleicht können wir noch ein bisschen zaubermäßig was freischalten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch, machen wir doch in der Welt 3 weiter. Genau, der Hoffnungskerker. Da schauen wir doch gleich mal rein. Turm von Latria, Hoffnungskerker. Ja, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus Leute. Dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ich wollte jetzt aber trotzdem noch mal schnell in die Einstellung schauen. Na, wie kann ich denn hier... Ach so, im Titelmenü. Okay, das muss ich mal nächstes Mal machen. Ich wollte eigentlich auf Offline stellen. Okay, egal. Wir schauen jetzt einfach mal. Meide Geräusche. Öffnen. Jetzt gar keinen Plan, wo wir hin müssen. Okay, drüben ist auf jeden Fall Loot. Scheint verschlossen zu sein, okay. So, hier sind wir gekommen. Das ist der Keilstein. Hinten ist auch schon ein komisches Vieh. Die wir aber noch nicht anvisieren können. Okay, trifft uns aber Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht, ob wir die töten müssen. Okay, die hält auf jeden Fall gut was aus. Frisches Gewürz, das ist für Mana-Regeneration. Was können wir hier machen? Okay.
Brauchen wir Schlüssel oder sowas? Schlüssel nehmen. Schlüssel E3, okay. Wir schauen mal, ob wir jetzt was aufmachen können. Nummern stehen ja hier nicht dran, oder? Verwendet, okay. Ins Lager senden. Oh, Zauberschuhe und sowas. Aber das haben wir doch schon, oder? Die Kleidung. Schauen wir uns mal an, wenn wir wieder im Nexus sind. Schauen wir, vielleicht können wir noch hier irgendwas aufschließen. Witwen-Lotus. Was macht der? Entfernt Seuchen aus dem Körper. Okay. Zeit für Stühle. Okay. Dann gibt es anscheinend mehrere Ebenen, oder? Okay. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich auf der E-Ebene. Irgendjemand schreit hier. Hier haben wir Feuer aufgemacht. Sie hält hier echt nicht viel, das ist ziemlich dunkel alles. Das ist falsch. Boah, die erschrecken immer so. Die anderen Spieler hier. Seele. Man sieht hier echt so schlecht drin. Quecksilbersteinscherbe. Okay.
Okay, auf was schießt ihr? Was das für Dinger hier sind. Boah. Okay. Alter, One-Hit. Wollen wir probieren, ob das mit dem Schwert vielleicht einfacher ist? Einfach mal nur mal probieren. Okay. Scheint so. Puh, krasser Scheiß. Sie halt auch nicht. Boah! Krass, krass, krass. Okay, das wird noch ein paar Fails geben jetzt. Mal schauen, ob das was. Ah,
Das ist wirklich heftig. Die halten ganz schön was aus. Oh, wo geht der mit Stick jetzt hier nicht? Jetzt etze. Das sind hier schon wieder. Alter Schwede, das ist heftig. Kann man das eigentlich wieder zumachen? Nee. Silberkrone. Habe ich schon. Ich glaube, ich muss den runterschießen. Okay, aber wie kriege ich den hier runter? Später vielleicht erst. Schauen wir mal weiter.
Nimm dich in Acht, hier ist dein Lügner. Zeit für eine Pause. Das hört sich doch gut an, Leute. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir sind zwar jetzt nicht weit vorangekommen, aber muss erst das Gebiet natürlich ein bisschen kennenlernen und dann wird es natürlich auch. Gut, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.